Dejan Novakovic ist mein Name. Ganz kurz, mache jetzt seit 8 Jahren Online-Marketing, Online-Business und habe ein bisschen Erfahrung, wenn es darum geht, wie man Online-Produkte verkaufen kann. Ich werde mich jetzt gar nicht großartig vorstellen, weil ich habe so viele Slides für euch, so viel vorbereitet, damit wir da auch wirklich durchkommen. Wer verkauft schon irgendwas online von euch? Kurzes Handzeichen. Okay, sind doch einige, okay. Ja. Als Schnittstelle. Okay. Ich zeige euch heute einige Ideen, eben, wie man mehr Online-Sachen vermarkten kann oder wirklich online Geld verdienen kann. Deswegen Monitor-zu-Monitor-Verkauf. Und jeder von euch kennt das, wenn ihr mal auch anfängt, mit Technik euch rumzuspielen. Es kann eben komplex sein, wie wir vorher gesagt haben. Und ich werde euch einige Sachen aufzeigen, die halt dann einfacher sind und man nicht jedes Mal irgendwie den Computer zerstören muss, wenn man hier online verkaufen will. Das heißt, es geht um die eine Idee, die dein Leben verändern wird, vielleicht. Ich sage es gleich, ich erzähle heute nichts Neues, gar nichts, weil es gibt oft Leute, die dann sagen, ja, aber da war nichts Neues dabei. Wird heute auch nicht der Fall sein. Die Frage ist immer, setzt ihr das Ganze bereits um oder nicht? Und deswegen bekommt ihr viele Ideen, Praxistipps von mir, viele Kampagnen, die ich selber gemacht habe, die ihr dann eins zu eins eben umsetzen könnt. Und es geht immer darum, dass man im Endeffekt dann eine Idee, einen Impuls mitnimmt, den man wirklich umsetzt. Ich bin selber viel auf Events unterwegs, tausche mich mit anderen aus und man geht dann raus, hat 30 Ideen, macht aber nichts. Also wenn ihr eine Sache umsetzt, werdet ihr sehen, dass es wirklich auch funktioniert. Und jetzt die Frage hier, wer von euch ist wirklich von sich aus kann behaupten, dass er kreativ ist? Oder ist ihm okay? Das sind diejenigen, die vorher nicht aufgezeigt haben, ob sie online verkaufen. Deswegen die Frage, wer ist Verkäufer? So, und jetzt ist das Spannende eben. Es sind ganz andere Leute, die sagen, die sind kreativ, als diejenigen, die verkaufen. Und man braucht beide Sachen. Ich kenne viele Kreative und wenn wir ehrlich sind, ja, du kannst das Beste, was auch immer, du kannst die besten Bilder haben, wenn du nicht weißt, wie man die verkauft, dann nützt dir das Ganze nichts. Ja? Und genauso auf der anderen Seite eben die Verkäufer, wenn man nur Hard-Selling macht, ja, ist das auch ein bisschen schwierig. Und all diejenigen, die vielleicht schon länger auf der Welt sind, die wissen, dass viele Techniken nicht mehr ganz so funktionieren wie noch vor einigen Jahren. Und es hat in erster Linie damit zu tun, es gibt so viel Ablenkung. Pinterest, YouTube, Facebook und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Und wir merken einfach, dass die Aufmerksamkeitsspanne extrem sinkt. Und deswegen ist eben wichtig, dass man da kreativ in das Ganze rangeht. Meine These ist sogar, oder die Frage, ob die kleinen Unternehmer in Zukunft aussterben werden. Und das hat was mit GAFA zu tun. Wer kennt GAFA oder weiß, was das ist? Wisst ihr das? Google, Apple, Facebook, Amazon. Wer hat schon mal was bei Amazon was bestellt, bei Google gesucht, bei YouTube irgendwas gemacht? Jeder von uns. Und das Problem ist einfach, ich sage es ehrlich, ich habe diese Woche 10, 15 Bücher bei Amazon gekauft. Es ist einfach und das ist das Problem eben, wenn es dann Kleinunternehmer angeht, wir gehen selten in die Bücherei, um dort was zu kaufen und so weiter und deswegen sterben immer mehr lokale Unternehmen aus. Und da muss man eben kreativ sein, neue Wege gehen, sonst eben wird es nicht funktionieren. So, kreativ sein bedeutet, wir müssen etwas erschaffen, neu gestalten oder einfallen lassen. Es gibt entweder die Lösung für ein Problem, was wir als Kreative anbieten können, oder eine ganz neue Möglichkeit. Ja. Gerade jetzt, es gibt ja Studien, die besagen, dass in den nächsten Jahren 30, 40, 50% aller Jobs wegfallen werden. Alles, was man automatisieren kann, wird automatisiert. Aber dafür entstehen ganz neue Sachen. Ja. Und wir zum Beispiel haben uns eben die Aufgabe gesetzt, wir wollen den Menschen helfen, dass sie von A nach B kommen. Das heißt, wenn sie ein Problem haben, bieten wir die Lösung an. Das heißt, wenn ihr auch kreativ seid, dann ist es am einfachsten, wenn ihr ein Problem löst. Jeder, der was macht und vor allem selber mal für sich ein Problem gelöst hat, auch online, das ist das, was authentisch ist, was glaubhaft ist und was funktioniert. Ich werde euch nachher kurz unsere Software auch vorstellen, Coachy.
Da ist es genau so passiert, die Software wurde erstellt, weil wir ein Problem hatten, wir haben es gelöst und siehe da, es verkauft sich dementsprechend auch gut. Und das Problem eben, was viele haben heutzutage, ist, dass dann, wenn es darum geht, dass man aktiv etwas macht oder umsetzt, wir hatten jetzt gerade die Diskussion wegen digitalen Produkten, ja, aber jetzt einen Videokurs machen ist dann doch mühsam und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass man etwas relativ schnell angehen sollte, probieren sollte. Und da gibt es eben tolle Möglichkeiten heutzutage mit Facebook, YouTube, um Sachen anzutesten, anzuteasern, ob es läuft. Und erst dann mache ich es perfekt, erst dann setze ich es auch wirklich um. Und hier ist die Frage, wer von euch kennt Leute, die gerne abnehmen wollen würden oder die gerne mehr Geld verdienen wollen würden, aber weder bereit sind, vom Sofa aufzustehen oder nur eine Stunde zu investieren. Das heißt, ich kann kreativ sein, aber ich muss letztendlich in die Praxis gehen. Ich muss das Ganze auch eben auch umsetzen. Deswegen sind wir beim Thema kreativ. Ja? Und die Frage, die wir uns wahrscheinlich stellen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr angestellt seid, aber als Kleinunternehmer geht es immer darum, wie schaffe ich es, mit 1000 Euro Budget dasselbe zu erzielen, wie ein Konzern vielleicht mit Millionen Euro Budget. Und es funktioniert, wenn man sich da ein bisschen, Kreatives überlegt. Wer kennt den Film Memento? Wahrscheinlich wenige, oder? Das sind eher Jüngere. Okay, ja. Bei Memento geht es darum, dass der Film eigentlich von hinten abgespielt wird. Man sieht die letzte Szene und dann nach vorne. Also man sieht dann, wie kam er dann dazu und so weiter. Also der Film wurde auf den Kopf gestellt und dann sieht man erst am Ende, was eigentlich am Anfang passiert ist, weil er sein Gedächtnis verloren hat und so weiter. Und ich stelle euch heute eben eine Technik vor, mit der ich immer arbeite. Wir fangen immer hinten an. Vor allem, es ist auch da, jeder stellt die Frage immer, ja, aber wie bekomme ich mehr Traffic? Wie kann ich mehr verkaufen? Und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt gleich hier beantworten. Deswegen ist die Frage immer, was ist das Endziel? Was ist das Endziel? Wo will ich die Leute hinhaben? Und wenn ich ein Projekt starte, fange ich immer am Ende an und sage, okay, nehmen wir an, jemand hat jetzt ein Produkt von mir gekauft. Was macht er danach? Welches Produkt kauft er danach? Was erzählt er seinen Freunden? Das stelle ich eben ganz am Anfang, wenn ich da die Überlegung anstelle. Das heißt, wir befassen uns jetzt mal mit dem Thema Sales. Und das sind jetzt meine Spezialgebiete, wenn es um das Thema Sales geht. Egal, was ihr macht, jeder kann heutzutage eine eigene Online-Akademie ins Leben rufen, wo ich jemanden zeige, ich habe ein paar Beispiele erzählt, wir haben Kunden, die zeigen anderen, wie man Gitarre spielt, wie man malt, wie man Kinder erzieht, Hunde erzieht und was auch immer. Ja. Und das kann man mit wenigen Klicks heutzutage erreichen. So mache ich das. Das Problem ist, wenn ich Leute hier auf Facebook habe und so weiter, dann sind die in dieser Umgebung und ich habe sehr viel Ablenkung wieder. Also müssen wir die Leute aus diesen ganzen sozialen Netzwerken rausziehen in unsere Umgebung. Ja. Das kann eben eine Online-Schule sein oder Online-Akademie oder Webinare. Hat schon jemand Webinare gemacht von euch? Und? Okay, veranstaltet? Okay. Webinare ist das beste Tool derzeit, wenn ihr online etwas verkaufen wollt. Ich habe diese Woche zwei Webinare gehabt und die Verkaufsrate war bei über 20%. Ja? 100 Leute im Webinar, 20 davon kaufen mein Produkt. In dem Fall war es sogar ein Produkt, was 600 Euro kostet. Und das kann ich jedem empfehlen, das machen viel zu wenige Unternehmer. Ein Webinar ist nichts anderes als das hier gerade. Das Einzige ist, ich sitze vor dem PC, ich muss nicht anreisen. Ich habe genauso diese Woche, glaube 50, 60 Teilnehmer gehabt. Ja? Und die Technik ist so ausgereift, ich kann das machen mit EduDip, ich kann es machen mit YouTube Live, früher Hangout genannt. Das kann jeder extrem simpel umsetzen. Deswegen schaut euch das Thema an. Ja? Und was ihr braucht, ist eine Landingpage. Ich sage, die Homepage an sich stirbt aus, die braucht niemand mehr. Dann macht es Sinn, eine Landingpage zu haben. Landingpage, Landeseite, ein Thema, eine Headline und ich löse ein konkretes Problem. Die Verkaufsraten auf so einer Landingpage sind, ich glaube sogar um das 20-fache höher als auf einer Webseite. Deswegen merken, Landingpage für sich selber einrichten, wenn ihr online was verkaufen wollt.
Hier seht ihr eine Landingpage von uns. Das ist eben auch die Software Coachee. Coachee ist ein Tool, mit dem man Mitgliederbereiche erstellen kann, eben für diese Online-Videokurse. Man kann Landingpages erstellen und ein paar andere Sachen. So sieht unsere Seite aus. Das heißt, da steht ganz genau, worum es geht. Und dann haben wir zig Testimonials, nur Testimonials. Was sagen andere User? Und ich habe es jetzt letzte Woche wieder gemerkt, wie machtvoll es ist, wenn ihr zufriedene Kunden habt, einfach draufpacken. Und oft ist es so, dieses Social Proof. Andere Leute sehen in dem Fall, aha, wenn der gekauft hat, dann kaufe ich auch. Deswegen immer sammeln, egal ob Facebook und so weiter, was haben andere über mich gesagt. Ja? Das hier zum Beispiel ist jetzt so eine Landingpage für nächste Woche, für ein Webinar. Und ihr seht, ganz konkrete Headline, zwei Anmeldemöglichkeiten, that's it. Und gerade die Kreativen, die übertreiben immer. Sie wollen Sachen erklären und packen Sachen, viel Text drauf und Bilder. Und da ist eben so viel Ablenkung, dass es dann dementsprechend nicht funktioniert. Das heißt, das war das Was. Dann ist die Frage, wie jetzt, wie verkaufe ich oder wie bekomme ich jetzt überhaupt Traffic auf sowas? Ja? Wir haben gerade darüber gesprochen, man kann eben auch online, ja, wo ist es jetzt? Wie kann ich jetzt zurück? Achso, da. Ja? So. Ich kann heutzutage extrem einfach Facebook-Werbung einrichten und egal was so immer, in meinem Ort, in meiner Umgebung, online nur denjenigen anzeigen, die jetzt hier 1 Kilometer in der Umgebung hier wohnen. Das machen viel zu wenige noch. Das ist mit ein paar Klicks eingerichtet. Ja. Wie? Er zum Beispiel verkauft Seminare, Klavierseminare war das, oder Workshops, Musik. Ja. Und macht auch über Facebook Werbeanzeigen, Werbung dafür. Messenger-Bot. Ich sage es ehrlich, ich habe das Thema lange vernachlässigt, habe mich ein bisschen jetzt mehr damit befasst und ich zeige euch dann gleich von mir ein paar Zahlen. ManyChat ist so ein Tool für Messenger-Bots. Es funktioniert, ja, keine Ahnung wieso, aber es ist halt so, weil halt die Leute ja irgendwie dauernd auf Facebook eingeloggt sind. Und dann letztendlich, egal was euch liegt, egal ob es jetzt Pinterest ist, ob es YouTube ist, Facebook ist, ich muss etwas kostenlos hergeben. Und wenn ich das mache in Form von Blogartikeln, ich mache zum Beispiel viele Livestreams. Jetzt um 19 Uhr habe ich den nächsten Livestream, wo wir mal wieder Tipps hergeben. Ja? Und gerade mit Blogartikeln kann man extrem viel Reichweite aufbauen. Einfach überlegen, was interessiert meine Zielgruppe. Und das Tolle ist, Google und Amazon und YouTube, die sagen mir ganz genau, was die suchen. Ja, sobald ihr einen Begriff eingibt, ja, von mir aus Musik lernen, dann sagen die ganz genau, die schlagen ja vor, und das sind das, was vorgeschlagen wird, das sind die häufigsten Suchbegriffe. Das heißt, ich muss da nicht lang großartig überlegen. Und was machen die meisten? Sie gehen her und schreiben einen Blogartikel aus ihrer Sicht. Und wir als Marketer drehen den Spieß um und sagen, nach was suchen unsere Leute dementsprechend. Ja? So, jetzt einige kreative Ideen. Ich nenne das Ganze Business Stalking, weil ihr spart euch wirklich sehr viel Beratungsgeld, wenn ihr das jetzt umsetzt. Ich bin jetzt hergegangen, ich recherchiere sehr viel für mich, also habe ich mir jetzt hier einen Konkurrenten, Online-Marketer rausgepickt, habe das Ganze bei YouTube nach beliebtesten Videos sortiert und ich sehe jetzt ganz genau, was hat jetzt, welches Video hat wie viele Aufrufe. Somit kann ich genau abschätzen, ist das interessant für meine Leser, für mein Publikum oder nicht. Ich sehe, welche Thumbnails, diese kleinen Bilder, welche die verwenden. Das sind Top-Marketer, die machen Millionen Umsatz. Die sind gerade von Focus Money als das wachstumsstärkste Unternehmen, ich glaube 2018, gewählt worden. Ja. Das heißt, so jemanden stalke ich und schaue mal ganz genau an, was so jemand macht. Ja. Die geben Millionen aus für Facebook-Werbung. Ich muss nicht also mir jetzt irgendeinen Coach besorgen, der mir jetzt da großartig aufzeigt, was zu tun ist. Ja. Hier ein Video von Zalando, das hat gerade mal 270 Aufrufe. Das Video, auch bei Zalando, hat 90.000 Aufrufe. Wenn ich was im Fashion-Bereich mache, Modebereich, ja, dann schaue ich bei Zalando nach und auf einmal entdecke ich eben das Video und da sieht man ganz genau, was funktioniert in dem Bereich. Direkte Werbung funktioniert nicht. Content funktioniert.
Das meine ich damit. Man kann das eben durch Stalking extrem schnell rausfinden. Das Beispiel habe ich diese Woche entdeckt. The Wonky Donkey. Eine Oma liest ihrem Enkel aus dem Buch vor. Das Video ging die Woche viral. 1 Million Aufrufe. Und dann habe ich nachgesehen, war das Folgewoche das Buch, ja, nur durch das Video, war auf Platz Nummer 7 bei Amazon. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wenn jemand auf Platz Nummer 7, vor allem auf .com ist. Ja. Glaubt mir, das sind sehr viele Verkäufe. Ich habe vor 2 Tagen nachgeschaut, das Buch ist auf Platz 1. Vorher, ganz kurz nur, wie gesagt, ein paar Tage, 66 Rezensionen, jetzt hier 197 Rezensionen. Also die haben damit sehr viel Geld verdient. Ja? Und das durch ein simples Video, wo eine Oma letztendlich ihrem Enkel vorliest. Mehr war es nicht. Ja, war's nicht, ja? So, Business Talking Amazon. Wenn ihr mal ein Buch schreiben wollt, ihr pickt euch das beste Buch heraus, euren Konkurrenten, schaut, welches Cover hat er gemacht, was ist im Titel, wie viele Rezensionen hat er, auf welchem Rank ist er? Das hier zum Beispiel ist Platz Nummer 93, das heißt, es wird vielleicht 200-300 Mal am Tag verkauft. Ich schaue mal an, welche Rankings hat er sonst noch belegt und schaue mir jetzt alle Bücher an zu Thema Selbsterkenntnis. Welche Bücher sind hier aufgelistet? Wie sehen die aus? Die nächste Kategorie, die nächste Kategorie. Danach wisst ihr ganz genau, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, wo könnt ihr euch einordnen, wie könnt ihr euch positionieren? Und wenn ich mit Leuten spreche, ich wundere mich immer wieder, dass es die Leute nicht machen. Es ist so easy. Die sagen uns ja ganz genau, was funktioniert und was nicht. Ja? Business Talking Facebook. Kennt ihr Gary Vaynerchuk? Ja, okay. Ja, das ist ein Marketing-Gott. Ein Marketing-Gott. Also einige verehren ihn sehr. Weißt du wieso? Weil er selber behauptet, er ist Marketing-Gott wahrscheinlich. Ja. Und wenn jemand das schreibt, ja, dann die anderen glauben es einfach doch natürlich. Ne? Aber ich zeige euch was Cooles bei ihm. Wenn jemand sagt, okay, klingt interessant, ich will der nächste Marketing-Gott in Österreich werden, ja, was mache ich? Es gibt eine neue Funktion, Seiteninfos und Werbung. Das Geniale daran jetzt, mein DSGVO, es wird aufgezeichnet, ich darf jetzt nichts Negatives sagen. Ne? Okay. Bei meiner Mutter haben sie jetzt den Namen vom Namensschild entfernen müssen auf der Haustür. Also so krank. Auf der anderen Seite, es gibt auch positive Sachen, Seiteninfos. Ich sehe ganz genau, wofür Gary Vaynerchuk Werbung macht. Jetzt sieht man hier nicht, wie gut das Ganze ankommt. Rechte Maustaste, das Video in einem neuen Browser aufmachen. Ich sehe ganz genau, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Shares hat er. Das heißt, ich kann sowas jetzt für mich nutzen. Ich schaue mir an, was macht meine Konkurrenz. Und genau die Videos picke ich mal raus. Ja. Das habe ich gestern bekommen bei der Recherche. Fand ich cool. Normalerweise Fitnesswerbungen, man sieht irgendwelchen Bodybuilder oder irgendwem. Hey, so eine geniale Werbung, Rohbau. Und ich sehe jetzt einmal, wie viele Likes die erzielt haben und so weiter. Fand ich echt genial. Tipp an euch, wenn ihr mal sehen wollt, generell, wie Werbungen aufgebaut werden. Es ist eine Chrome Extension, Turbo Ad Finder. Ihr klickt drauf und dann seht ihr nur noch Werbung in eurer Timeline. Ist echt spannend und da habe ich es eben entdeckt. So, bei Facebook funktionieren nur Sachen, wie kann man es nett ausdrücken, die echt simpel sind. Also wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr jetzt philosophische Gespräche führen wollt, geht nicht. Aber sowas, diese beiden müssen bla bla bla, hey, das hat 40.000 Kommentare bitte. Der Hammer, ja. Wisst ihr, was für eine Reichweite das ist? Gar nicht so viele Likes wie die Kommentare, ja. Hier ein Beispiel. Wer war deine liebste Sitznachbarin? 60.000 Kommentare. Und das meine ich, ja. Simpel machen und dann geht das mit der Interaktion. Und ich habe es zig Male selber gemacht. Ich zeige euch ein paar Beispiele. Ich habe mit Bot-Marketing angefangen, habe in 2 Tagen 110 Leads, Interessenten, Leute, die sich eingetragen haben bei mir in den Bot bekommen. Wie? Ganz simpel, ich habe ein Gewinnspiel gemacht. Gewinnspiel, 200 Likes, 180 Kommentare, 120 Shares und in 2 Tagen hatte ich 200 Leute auf einmal bei mir im Bot. Extrem easy zum Nachmachen. Ja? Das ist auch alles von unserer Seite. So ein Video,
Wer von euch würde hier gerne mal entlang laufen? Es ist so, wirklich so stupide auch, ja. Aber schaut euch das an, das funktioniert. Es wird geteilt, es wird geshared, die Leute werden markiert. Oder das, auch das ist jetzt von uns, 350 Kommentare haben wir dadurch erzielt. Und ich zeige euch dann, wieso das auch Sinn macht, dass man sowas macht. Das ist eine Seite von mir, habe ich vor kurzem verkauft. Spannende ist, bei der Seite, ich habe 70.000 Fans gehabt und ich habe es in einen Verlag verkauft, was auch 70.000 Fans hatte. Der Verlag macht Millionen Umsatz. Und ich hatte ungefähr 4 oder 5 Mal mehr Interaktionen als die. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn man es kreativ macht, muss man nicht viel Geld investieren, man muss nur ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Ja? Das heißt, da haben wir, das ist auf einen Monat bezogen, 360.000 Interaktionen dieser Fanpage erzielt. Gut, das ist Videos, auch bei der Fanpage und so weiter. Also da seht ihr, das sind alles Zahlen von mir. Wieso mache ich diese einfachen Sachen? Deswegen, wenn jemand mit der Seite interagiert, das war in dem Fall das MindStyle Magazine, dann ist es so, jemand fühlt das auch, markiert andere, aber irgendwann, wenn ich einen Blogpost reinbringe, was machen die? Sie klicken drauf, weil sie haben ja, sie denken sich, hey, der macht mir eh nichts Böses, ja? Und deswegen muss man eben da Sachen kombinieren und so weiter, ja? Hier ein Blogartikel von mir, 3.500 Linkklicks. Als ich den Blog gestartet habe zu dem Thema, hatte ich 30.000 Aufrufe im ersten Monat. Wieso? Weil ich vorher den Spaß gemacht habe, dass sie interagiert haben und so weiter, ja? Noch ein Tipp, wenn es um Stalking geht, SimilarWeb, damit könnt ihr nachsehen, wie viel Traffic hat die Konkurrenz. Einfach mal die Webseite eingeben und dann wird ungefähr ein Wert ausgespuckt. Ich schau kurz, ich werde 3-4 Minuten vielleicht überziehen. Ja? So, Facebook-Formel, ganz simpel. Viertel Lustiges, Viertel Interaktionen, Viertel News, Aktuelles und Viertel Business. Was machen die meisten Kunden, die ich kenne und so weiter? Sie machen nur Business und sagen, boah, da klickt keiner drauf. Ja, eh klar, wenn ich nur Werbung mache permanent. Ja? So, das habe ich ja schon gesagt, Interaktion bedeutet Aufmerksamkeit, ist gleich Klicks, ist gleich Sales. Deswegen muss ich da ein bisschen kreativer an das Ganze rangehen. Ja? So, lass mal jetzt mal weg. Und dann komme ich also jetzt zum Endziel, diese Kreativität. Und hier ist die Frage einfach, wer ist meine Zielgruppe? Ich hoffe, ihr wisst das alle. Es ist so ein Basic-Fehler, den die meisten begehen. Alle wollen wissen, wie man besser verkauft. Dann frage ich, an wen wollt ihr verkaufen? Na, an alle. Jede ist meine Zielgruppe. Und das geht eben nicht online. Gerade nicht bei Facebook und so weiter. Und das Zweite ist natürlich genauso USP. Falls ihr die Blue Ocean Strategie kennt, also die wende ich bei allen Projekten an. Es gibt ein cooles Buch, Blue Ocean Strategie, so heißt das Buch auch. Ja. Und da geht es darum, was kann ich reduzieren oder eliminieren, was man eben nicht braucht in meiner Branche. Was kann ich Neues kreieren und Neues erschaffen. Ich zeige euch das gleich anhand von unserem Beispiel. Und dabei geht es, wenn wir ehrlich sind, 90% bieten alle das Gleiche an, oder? Und jetzt geht es darum, wie unterscheide ich mich jetzt da von den anderen? Und wenn ich das rausgefunden habe, genau das kommuniziere ich. Das heißt, diese 10%, das Anderssein, das wird überall dann vermarktet. Ich habe schon gesagt, unser Tool ist nichts anderes als manche Konkurrenten, aber wir kommunizieren eben das, wo wir uns unterscheiden. Und wir haben bei Coaching gesagt, okay, was wollen wir reduzieren, was gibt es bei uns nicht? Der Support wurde reduziert, wieso? Weil wir eben alle möglichen Videoanleitungen erstellt haben. Heute fragt mich der Kunde, wie geht das und das? Ich schicke ihm ein Video. Das heißt, ich brauche da niemanden, der jetzt irgendwie großartig hier Fragen beantwortet. Was wir eliminiert haben, Telefon. Einige Kunden wollen sogar mehr Geld anbieten, dass wir per Telefon erreichbar sind, aber das will ich nicht, ja, weil dann kann ich jederzeit quälen. Was wir neu kreiert haben, ist die Einfachheit. Und das gab es alle gegen Beispiel gerade in dem Tool-Bereich den komplexen Weg. Also es wird alles komplexer und umfangreicher und wir gehen genau den anderen Weg. Und ja, was wir jetzt zum Beispiel haben, ist hier die 3-Klicks-Technik. Egal, was man bei uns macht, mit 3 Klicks ist das Ding fertig. Und das ist eben jetzt ganz, ganz kurz gewesen, was Blue Ocean angeht. Könnt ihr euch mal anschauen, coachy.net. Das machen wir jetzt gemeinsam. Zum Abschluss, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Hat jeder eine Webseite? Habt ihr eine Webseite? Oder? Okay.
So, und jetzt tut es mir einen Gefallen, wir zählen jetzt alle gemeinsam, ja? Okay? Also, 1, 2, 3. Na komm, alle gemeinsam, ja? Sehr wichtige Lektion jetzt gerade, ja? Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 Sekunden Zeit. Ihr habt 3 Sekunden Zeit. Das sind 3 Sekunden. Nicht mehr. Egal ob. Also das war... Ich hoffe, es hat... Von euch hat es keiner auf der Webseite. Ich hoffe nicht. Herzlich willkommen auf meiner Webseite. Die 3 Sekunden sind vorbei. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Das ist eine Webseite. Ich bin Dejan, ich habe 3 Hunde, bla 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 bla. Interessiert niemanden. Das heißt, da muss etwas Interessantes herkommen und das ja, passiert sonst. Ja. Und wichtig bei sowas ist immer abschließend die Wiffen-Formel. Wiffen bedeutet What's in it for me? Was ist für mich drin? Und das kommuniziere ich auf der Webseite, der Landingpage, in den Videos. Wenn ihr ein Video macht, das Video fängt an, heute zeige ich euch, wie ihr mehr Traffic auf Facebook erzielt. Hallo, mein Name ist Dejan Novakovic und so weiter. Aber die ersten 3 Sekunden, das ist, was zählt. Ja? Und merkt euch nur diese eine Sache, egal was ihr macht, habt sofort. Ja? Flyer, Visitenkarten. Hallo, ich bin Coach, ich bin Zertifizierter, ich habe die Ausbildung gemacht. Nein, welches Problem löst du? Das kommunizieren wir überall ab sofort. Ja? So, und wenn ihr wollt, könnt ihr entweder von mich anschreiben, der Vortrag. Der funktioniert nur, wenn ihr ihn umdreht. Genauso wie bei Memento. Das heißt, wir haben uns jetzt von hinten nach vorne durchgekämpft, aber Sinn macht es natürlich, jetzt hier zu starten und in andere Richtung zu gehen. Ja? Das heißt, anfangen, Zielgruppe, USP und dann das Ganze so aufzubauen. Ja? Und wenn, ich habe es gesagt am Anfang, ich hoffe, ihr habt einen Impuls mitgenommen und setzt den dementsprechend um. Danke fürs Zuhören. Gar nicht so viel überzogen, oder? Wir haben 2 Minuten Zeit, glaube ich, für Fragen, Antworten. Ansonsten, habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ja, schon mehr als 2 Minuten. Achso, warte mal, ich habe das Wichtigste vergessen. Ja, klar. Übrigens, am 7. November, da reden wir, wie es weitergeht. Ja? Was ist ein Webinar, wie baut man das Ganze auf? Da mache ich wahrscheinlich, oder in Wien, kurzen Vortrag. Und da werden wir uns ein paar Sachen näher anschauen. Ja. Wie kommt man dazu? Ich habe keine Webseite erstellt. Eventbrite, Future Marketing eingeben bei Eventbrite. Eventbrite.com oder die? Weiß ich nicht. Aber ich schicke es mal eh noch raus. Ja. Okay. Welche Landingpage verwendest du oder empfiehlst du? Also, wie kreierst du deine Landingpages? Coaching.net. Deine Webseite. Ja. Okay, gut. Könnt ihr euch anschauen, ich habe heute einen Livestream gemacht. Es ist der einfachste Landingpage-Bilder, den es derzeit gibt. Ja. Das heißt, du hast auf dein Coachy bietet an Webseiten und es bietet an das Hosting für Kurse und es bietet an Upsells und Downsells und alles Mögliche? Webseiten sind tot, Landingpages. Landingpages, Entschuldige, ja, Landingpages, ja. Ja. Okay, ist alles da drauf. Das heißt, deine Landingpage ist auch auf Coachy. Gibt es noch Fragen? Ich wollte fragen, ich kann auch sein, dass es daran lag, dass ich unaufmerksam war, aber woher hast du die 3 Sekunden, die du zum Schluss vorgestellt hast? Weil ich finde, da ist sehr viel Gespräch auch darüber, mal sind es 8 Sekunden, mal sind es 6 Sekunden, mal sind es 3 Sekunden. Es gibt einige Studien, kannst du wirklich eingeben, ja, es gibt einige Studien, es sind nicht mal 3 Sekunden, eigentlich sind es 0,3, aber das Blöde ist, zählt es einmal bis 0,3. Kommt nicht gut an. Es ist sogar noch weniger. Ja, und wir merken es, wir haben zig Tests selber gemacht. Ich habe über 1000 Landingpages erstellt und wir haben immer früher Split-Tests gemacht. Man testet eine Seite gegen die andere. Ja? Und dann jagt man Traffic drauf. Es ist sogar noch weniger. Das heißt, wenn das Bild, was du oben hast, wenn das jemandem nicht gefällt, oder, ja, dann sind die sofort weg. Und das hat sich eben bestätigt. Überall. Deswegen, wieso dauern auf YouTube die Videos vorher 5 Sekunden, genau aus diesem Grund, weil die genau wissen, danach klicken die Leute weg. Und entweder habe ich die Aufmerksamkeit oder eben jemand, ja. Genau, ja. Ich wollte
eigentlich nur wissen, woher du es quasi hast, also quasi Quelle, ob du es selber erhoben hast oder ob es... Ich bin ein Marketer, also für alles andere, es gibt, können wir das nächste Mal unterhalten, Rot, Gelb, Grün, Blau, so Typologiemodell, aber kann man alles googeln, es gibt wirklich einige Studien dazu, wo das aus der Psychologie, wo das festgestellt wurde. Ja. Okay, danke. Bitte schön. Gut, merci beaucoup. So.